und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Ich möchte heute mit euch über den Klassiker Effi Briest von Theodor Fontane sprechen. Im Fontane-Jahr, er wäre ja dieses Jahr im Dezember 200 Jahre alt geworden. Und ich habe dieses Buch als Rezensionsexemplar angefragt. Es erschien in einer besonderen Neuauflagenreihe von Klassikern, in der moderne Autorinnen über Klassikerinnen sprechen. Also das heißt, es geht um Frauen in den Klassikern und moderne Autorinnen liefern dazu ein Nachwort, um das dann in die Moderne zu transportieren. Ich las aus der Reihe bereits Mrs. Dalloway von Virginia Woolf, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das war ein 5-Sterne-Buch. Effi Briest, muss ich sagen, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ich habe schon in meinem Neuzugänge-Video, als das Buch bei mir einzog, erwähnt, dass Effi Briest bei mir im Abitur dran kam und ich war im Leistungskurs Deutsch und Effi Briest war das einzige Buch aus dem gesamten Kanon, das ich nicht las. Natürlich las ich die Auszüge im Unterricht und ich wusste auch so, worum es ging, sonst hätte ich wohl auch mein Abi nicht geschafft dann. Aber es war mir ein Bedürfnis, das doch noch nachzuholen und als Erwachsene Effi Briest nochmal zu lesen, denn ich hatte eigentlich schon im Hinterkopf, dass die Geschichte interessant ist. Und ich weiß auch noch, dass ich mich als Jugendlicher doch mit Effi, zumindest durch die Auszüge, die wir lasen und die Zusammenfassung, die wir besprachen im Unterricht, identifizieren konnte. Und ich denke, das ist wohl auch ein Buch, mit dem sich jugendliche Leserinnen vielleicht leichter tun. Als erwachsene Frau muss ich sagen, ich kann die Stärke in Effi als Frau nicht sehen. Es geht um eine 17-jährige Effi Briest, die in ihrem Elternhaus in Hohenkremmen, das ist eine alte Adelsfamilie, die haben dort ein Gut und dort lebt sie ganz behütet und wächst behütet auf, spielt noch ziemlich viel. Also sie ist auch eine ziemlich kindliche 17-Jährige. Eines Tages kommt Gerd von Innstetten zu Besuch, der ehemalige Geliebte ihrer Mutter ist. Und während dieses Abendessen wird sie einfach mal so verlobt mit Gerd von Innstetten, einem 38-Jährigen, also einem Mann, der 21 Jahre älter ist und der Geliebte ihrer Mutter war. Effi stimmt dem Ganzen zu. Allerdings merkt man da schon, sie kann die Tragweite eigentlich nicht so wirklich fassen und sie stimmt dem einfach zu, da es ja was Aufregendes ist, jemanden zu heiraten, und sie merkt auch, was von ihr erwartet wird und dass eben ihre Eltern von ihr erwarten, ja zu sagen. Und so wird sie an diesen älteren Mann verheiratet und zieht mit ihm in ein Dorf nach Pommern. Sie hat auch keine wirkliche Vorstellung davon, wie denn das Leben dort so sein könnte. Innstetten hat ein recht gruseliges, dunkles Haus, das auf den ersten Blick vielleicht romantisch wirkt, auch auf Effi, als sie dort eintrifft und ganz euphorisch ist und abenteuerlustig und das Ganze noch irgendwie so als Spiel betrachtet. Aber sie fühlt sich dann recht schnell unwohl in dem Haus. Es gibt auch eine Spukgeschichte. Sie hat Angst, wenn sie allein gelassen wird. Und man merkt auch dadurch, dass sie eigentlich noch ein Kind ist und gar nichts in der Rolle der Ehefrau zu suchen hat. Sie wird allein gelassen und langweilt sich. In dem Dorf passiert auch nicht viel. Sie ist sehr abwechslungs- und vergnügungssüchtig. Und das ist einfach kein Leben für Effi. Sodass sie sich dann, meiner Meinung nach, aus reiner Langeweile in eine Affäre stürzt, die, und das fand ich sehr gut gemacht vom Autor, nur ganz, ganz zart angedeutet wird. So richtig ausgesprochen wird das Ganze eigentlich erst, wenn es schon vorbei ist. Was mir an dem Buch sehr gut gefallen hat, war einerseits die sehr ausufernden Landschafts-, Natur- und Dorfbeschreibungen,
auch die Beschreibungen, wie es so läuft in der gehobenen Gesellschaft, dass man sich dann gegenseitig besucht und diese Besuche als Zwang sieht, man sie aber aus gesellschaftlicher Pflicht eben sich gegenseitig abstatten muss. Überhaupt, die gesellschaftlichen Zwänge haben hier eine riesige Auswirkung auf das Leben der Protagonisten, sowohl auf Effi als auch auf Innstetten. Denn beide stürzen sich in ihr Verderben eigentlich nur aufgrund dessen, was von ihnen erwartet wird. Der Roman ist sehr, sehr langsam erzählt, also es gibt nicht viele Spannungselemente darin. Das brauche ich aber auch nicht. Trotzdem bin ich einfach nicht mit den Figuren warm geworden. Also weder mit dem 38-jährigen Innstetten, der auch ständig hervorhebt, dass Effi doch noch ein Kind ist, aber trotzdem schwängert er sie. Und auch nicht wirklich mit Effi, die diese Affäre anfängt. Ich weiß nicht warum. Ich glaube auch einfach nur, weil sie nicht wirklich Nein sagen konnte. Und sie langweilt sich einfach nur zu Hause. Sie kann nichts mit sich anfangen. Ihr fällt auch nichts ein, was sie machen könnte, um sich irgendwie nützlich zu machen. Als dann das Kind kommt, dann gibt sie das auch in die Hände einer anderen, um sich darum zu kümmern, sodass sie wiederum Langeweile hat und dann nichts mit sich anzufangen weiß und dann eben die Affäre weiterführt. Und aus heutiger Sicht wirkt sie auf mich verwöhnt und rücksichtslos und einfach gelangweilt. Ich denke, als Jugendliche konnte ich so diesen Drang oder diesen Wunsch nach Abwechslung und Abenteuer und Aufregung und ja, das Ablehnen der langweiligen dörflichen Gesellschaft noch irgendwie nachvollziehen. Als mittlerweile 31-Jährige, also schon fast in Innstettens Alter, nicht mehr wirklich. So habe ich das Buch mit gemischten Gefühlen beendet. Ich habe mir von diesem Buch auch irgendwie mehr versprochen oder auch vielleicht auch, weil ich eben diese Erinnerung an die 12. Klasse und das Abitur damit verbinde und das eben so dieses einzige Buch war, das ich nicht gelesen hatte und es unbedingt noch lesen wollte und dann vielleicht auch höhere Erwartungen daran hatte. Wie fandet ihr Effi Briest, falls ihr es gelesen habt? Vielleicht war es auch bei euch Schullektüre. Lest ihr denn etwas von Fontane in diesem Jahr? Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Video wieder. Tschüss!